Die Sony Actioncam bietet ja die Möglichkeit an, dass man den Bildstabilisator schon in der Kamera hat. Ich habe hier jetzt beide Kameras, also hier einmal die AS30V und hier auf dieser Seite die AS100V. Und jetzt werde ich einfach beide Kameras in der Hand halten, direkt nebeneinander und hier hinter mir nach vorne gehen. Und man wird dann, glaube ich, sehr, sehr gut den Vergleich sehen von bildstabilisiert, jetzt auf dieser Kamera, und nicht bildstabilisiert hier auf dieser Kamera. Also. Ich denke mir, man hat das relativ gut gesehen. Also die eine Kamera ist wirklich sehr, sehr stabil beim Gehen. Die andere Kamera eher verwackelt und man muss es in der Nachbearbeitung stabilisieren. Wenn man sich das natürlich sparen kann, weil man einen stabilen Bildwinkel oder ein stabiles Bild schon während der Aufnahme hat, ist das natürlich sehr, sehr spannend und wesentlich angenehmer. Ein kleiner Nachteil, wenn man so will, durch die Bildstabilisierung ist der Blickwinkel auch nicht mehr auf die 170 Grad. Sondern der Blickwinkel wird enger, 120 Grad. Da muss man halt überlegen, was man haben möchte. Quasi ein stabilisiertes Bild oder ein Bild mit einem weiteren Blickwinkel.